Hallo und willkommen bei der Pausenansprache. Mein Name ist Björn, ich bin Trainer und dein Gastgeber. Dies ist die Episode 10. Hallo Randa! 14-0, sehr, sehr gut, da ist noch alles drin. Also, Fokus. 3, 2, 1! Pausenansprache, der Podcast von Trainern für Trainer. In der heutigen Folge geht es um Druck, Leistungsdruck. Du kennst dieses Gefühl bestimmt auch. Dass etwas von dir erwartet wird, dass du nicht genug Zeit hast, um etwas zu erreichen. Und du überlegst, wie schaffe ich das jetzt? Ich selber habe das auch, im Beruf, weil ich Konzepte, Papiere fertig haben muss oder bestimmte Dinge korrigiert haben muss. Im Sport aber auch, dass ich als Trainer bestimmte Ziele erreichen will, weil ich sie mir gesetzt habe oder weil sie mir gesetzt wurden. Ich danke erst einmal allen neuen Abonnentinnen und Abonnenten des Podcasts. Und falls du das noch nicht gemacht hast, dann abonniere ihn doch auch bei Spotify oder Apple Podcast. Und dann möchte ich allen danken, die im Vorfeld auch bei Instagram bei Umfragen teilgenommen haben. Das hat mir große Freude bereitet, die Antworten zu lesen. In der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Lena Tesmer, der Sportpsychologin vom Olympiastützpunkt Niedersachsen, über Druck. Mit Arne Zielinski, einem Rugby-Trainer, den ich persönlich sehr schätze und wir kennen uns aus spielerischen Tagen. Und mit Heiko Maurer, Dr. Heiko Maurer, Sportwissenschaftler an der Uni Gießen, der zum Thema Leistungsdruck geforscht hat. Für mich gibt es folgende Fragen. Welche Rolle als Trainer habe ich denn, den Druck zu steuern oder von den Spielerinnen und Spielern wegzuhalten? Was passiert beim Druck eigentlich und was kann ich tun, dass die einzelnen Spielerinnen und Spieler widerstandsfähiger gegenüber dem Druck sind? Am höchsten oder am größten ist, glaube ich, so der Druck beim ersten Ankick. Wenn du weißt, jetzt geht das Spiel gleich los und dann denkst du so, hoffentlich fliegt der Ball nicht zu mir. Ich verspüre Druck, wenn ich das Gefühl habe, unfit zu sein. Diese Angst einfach davor, dann zu versagen. Wenn ich merke, dass kein Raum für Fehler da ist. Meistens in den Situationen, wo ich weiß, dass ich was besser kann und ich kann diese Leistung nicht abrufen. Und ich dann auch weiß, dass die Leute gewisse Erwartungen an mich haben. Bei mir ist es so, dass ich im Spiel gar nicht das Gefühl habe, dass ich irgendeinen Druck habe oder was weiß ich. Das liegt einfach daran, dass ich, wenn ich im Spiel bin, beschäftige ich mich mit dem Spiel. Beispiele von Druck. Die Sportlerinnen und Sportler hören in sich selbst rein, was der Druck bei ihnen auslöst. Oder sie sind widerstandsfähig und sagen im Spiel selber nicht. Aber vielleicht davor, danach. Vielleicht ist es aber auch gar nichts Schädliches, den Druck zu verspüren, den Druck dabei zu haben. Und ich würde gern ein bisschen in die Psyche der Sportlerinnen und Sportler gucken. Bei mir ist es so, vor vielleicht wichtigen Spielen, dann ist es, ich würde auch nicht sagen, dass es Druck ist, aber es ist eher dann so, dass ich, naja, eine schöne Aufregung spüre. Ich werde dann unsicherer, also unsicherer als normal. Ja, der ganze Körper ist angespannt, man ist motiviert bis in die Haarspitzen. Ja, ich habe so ein Gefühl von Müdigkeit im Körper. Ich bin dann sehr dünnhäutig, wenn es um Schiri-Entscheidungen geht oder wenn ich irgendeinen Fehler mache, Vorball oder ich... Hab dann nicht mehr die Geduld mit mir selber. Und dann werde ich meistens nervös und habe ein schlechtes Gewissen meinem Team gegenüber, weil ich dann auch unnötige Fehler mache. Ansonsten bin ich aber, was Druck angeht, relativ unempfindlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist mit mir als Trainer? Wie sieht das mit dem Druck bei mir aus? Welche Auswirkungen Druck auf die Psyche, aber auch auf den Körper von Sportlerinnen und Sportlern hat, bespreche ich mit der Sportpsychologin Lena Tesmer vom Olympiastützpunkt Niedersachsen. Lena, Sportlerinnen und Sportler stehen viel unter Druck, besonders im Leistungssport, aber sicherlich auch im Breitensport. Wie nimmst du denn den Druck von Sportlerinnen und Sportlern wahr und welche Auswirkungen er hat? Ich nehme vor allen Dingen wahr, dass das Wort Druck für jeden Sportler, jede Sportlerin was anderes bedeutet. Dass es ein total gängiges Phänomen ist, mit dem wir auch sprachlich umgehen. Also wir benennen das Wort Druck und vermeintlich weiß jeder, was damit gemeint ist, aber die individuelle Bedeutung dahinter ist immer sehr unterschiedlich. Was tatsächlich als Druck wahrgenommen wird
Und auch vor allen Dingen für mich auch in der Praxis relevant, welcher Druck ist denn positiv, also wirkt sich leistungssteigernd aus und welcher Druck ist, wird als negativ wahrgenommen. Auch das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich. Hast du da auch Methoden, wie du mit den Sportlerinnen und Sportlern entweder individuell oder auch mit einer Gruppe dort das herausfindest und erarbeitest? Ja, also im Grunde ein ganz klassisches Brainstorming. Also einmal zu sagen, was alles löst in dir Druck aus? Und vor allen Dingen, was ich auch immer mache, ist bei Druck auf die Gefühlsebene gehen. Woher weißt du eigentlich, dass du Druck hast? Und wie fühlt sich das an? Weil mit Druck ist meistens ja gemeint Stress, Angst, Nervosität. Sowas in die Richtung oder eben eine Zusammenkunft aus allem dem. Und für mich ist dann ja relevant, auf welcher Ebene merkt das der Athlet. Die Athletin zum Beispiel, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Oder ganz simpel auf der Körperebene, da sind Sportler und Sportlerinnen sehr gut, das zu beschreiben. Meine Hände fangen an zu zittern, ich kriege Schüttelfrost oder ich fange an zu schwitzen, ich kriege Kopfschmerzen. Auf der Ebene fällt es den meisten leicht zu benennen, woher sie merken, dass sie eigentlich sich in einer Drucksituation befinden. Okay, und nimmt das das dann auch raus, wenn sie es benannt haben und erkannt haben, dass das, ja, dass sie dort unter Stress stehen, dass diese Drucksituation Auswirkungen auf sie haben? Oder gibt es da noch, manchmal, auch ja, noch andere Techniken, um dann damit umzugehen? Nee, genau. Also das ist quasi der erste Schritt. Also zu reflektieren, was ist eigentlich Druck? Also wie fühlt er sich für mich an? Das heißt, in dem Moment, wo ich ihn habe, merke ich dann auch hoffentlich, ach, gucke, ich habe ihn gerade. Und der nächste Schritt ist natürlich eine zum Beispiel ganz klassische Entspannungsmethode oder auch eine Methode der Ablenkung. Eine Entspannungsmethode kann gleichzeitig eine Methode der Ablenkung sein. Die Frage ist immer, wie hoch wird das Stresslevel vom Sportler wahrgenommen und auf welcher Ebene ist er noch in der Lage, sich selber runter zu regulieren. Je mehr ich gestresst bin, desto einfacher muss die Entspannungsübung sein, weil ich sonst kognitiv nicht mehr in der Lage bin, sie selber umzusetzen. Wie siehst du das denn bei Trainerinnen und Trainern, weil die stehen ja auch häufig, besonders im Profibereich, unter Erfolgsdruck, Leistungsdruck, Ergebnisdruck. Wie gehen die denn damit um oder wie zeigt sich das denn bei denen? Im Grunde würde ich sagen, gilt methodisch das Gleiche für Trainer und Trainerinnen wie für Sportler und Sportlerinnen. Ein gängiges Phänomen ist auf jeden Fall, dass sie versuchen, den Druck ihren Sportlern und Sportlerinnen nicht zu zeigen. Und da kann ich sagen, dass der Plan geht meistens nicht auf. Selbst wenn sie versuchen, ihn irgendwie zu überdecken oder davon abzulenken, kommt es immer an beim Sportler und bei der Sportlerin. Also besonders dann, und meistens kennen sich Trainer und Athlet ziemlich gut, dann weiß der Sportler, die Sportlerin, der Trainer ist im Stress. Und meistens ist dann der Faktor, dass man versucht, das zu überdecken, ein zusätzlicher Stressfaktor. Okay. Also auch da würde ich einem Trainer, wenn er bei mir in der Beratung wäre, wieder dazu raten, benenne es, wie es ist und versuch dich nicht zu verstellen. Okay, also. Weil das macht die Situation komplexer und für den Athleten, die Athletin anstrengender. Ja, also transparent sein. Ja, genau. Und in dem Moment natürlich immer zu versuchen, also auch ich würde immer sagen, man sollte versuchen, den Druck, den man selber als Trainer hat, von den Sportlern und Sportlerinnen fernzuhalten. Aber damit mir das gelingt, brauche ich selber Methoden. Und es ist eben keine Methode, die Sinn macht, wenn man einfach nur versucht, den Druck sozusagen davon abzulenken, indem man sich verstellt. Okay. Das macht einfach keinen Sinn. Also macht es auch da Sinn, für einen Trainer, eine Trainerin Methoden zu lernen, Entspannungstechniken, um sich selber emotional runter zu regulieren. Verstehe. Also das heißt, eigentlich vorher das schon anwenden, bevor ich als Trainer oder eine Trainerin ins Training geht mit den Sportlerinnen und Sportlern oder in den Wettkampf, damit ich da auch schon entspannt bin. Genau, richtig. Das wäre das Idealszenario. Ja, okay. Du sprachst ja auch davon, dass Trainerinnen und Trainer häufig versuchen, den Druck wegzuhalten von den Sportlerinnen und Sportlern. Ist das denn, wenn ein gesunder Umgang mit Druck da ist und Techniken da sind, den auch zu verarbeiten, dann eigentlich so hilfreich? Oder muss nicht auch Druck da sein, damit auch Leistung hervorgerufen werden kann? Beides von dem, was du gesagt hast, stimmt. Das ist halt individuell, aber immer sehr unterschiedlich. Also ich halte es nicht für sinnvoll, Druck immer fernzuhalten. Auf gar keinen Fall. Aber gerade im Leistungssport gibt das System an sich natürlich genug Druck her. Den Druck brauche ich nicht, ich brauche den nicht benennen, der ist immer da. Sei es nur mit dem nächst anstehenden Wettkampf, mit der nächst anstehenden Kadernominierung. Der Druck ist im Grunde omnipräsent. Auch hier gibt es die Rubrik
der Tresor. Welchen Tipp gibst du Trainerinnen und Trainern? Aber eigentlich hast du es ja schon gesagt, oder? Zum Umgang mit Druck, mit sich selbst und mit den Sportlerinnen und Sportlern. Der Tresor. Im Grunde der Tipp an Trainer und Trainerinnen ist definitiv, wenn man selber merkt, dass man unter enormem Druck steht, und das tun Trainer und Trainerinnen, auch Methoden zu erlernen, den Druck bei sich selber zu regulieren. Das vergessen Trainer und Trainerinnen ganz häufig, dass sie auch an sich selber dahingehend arbeiten können und auch sollten, weil sich das wiederum natürlich auf ihre Sportler und Sportlerinnen auswirkt. Aus dem Gespräch mit Lena nehme ich mit, dass ich individuell den Druck der Sportlerinnen und Sportler betrachten muss und mit ihnen darüber sprechen, wann stehen sie unter Druck, in welchen Situationen. Und ich als Trainer, ich muss transparent sein und auch deutlich machen, dass ich unter Leistungs- und Erwartungsdruck stehe. Lena hat mir im Nachgang eine Sprachnachricht geschickt mit einer Übung für den Umgang mit Druck. Und vielleicht magst du mal bei Instagram oder Facebook vorbeischauen nach der Folge und dir diesen Tipp anhören. Ich als Trainer habe eine ganz schön große Verantwortung vor dem Wettkampf und während des Wettkampfs. Ich steuere den Druck. Ich gebe ihn weiter. Über dieses Thema spreche ich mit Arne Zielinski. Arne ist Rugby-Trainer und wir beide haben zusammen Rugby gespielt und schätzen uns sehr. Und darum freue ich mich auf den Austausch mit ihm. Arne, magst du dich einmal kurz vorstellen? Sehr gerne, Björn. Hi. Ich heiße Arne Zielinski, bin 40 Jahre alt und wie du schon richtig gesagt hast, seit einigen Jahren als Rugby-Trainer aktiv, hauptsächlich im Amateurbereich, Verbandsliga, Regionalliga, zweite Bundesliga und aktuell in Nürnberg beheimatet. Unser Thema heute ist Druck. Was bist du eigentlich für ein Typ? Wie viel Druck brauchst du selber, um dein Bestes zu geben? Als Spieler habe ich immer sehr viel Druck gebraucht, weil für mich immer der Wettkampfgedanke und das Gewinnen ein sehr, sehr wichtiger Faktor war. Und das ist ohne Druck nicht zu haben. Als Trainer ist es ein bisschen unterschiedlich. Es hängt nämlich sehr stark von den Ambitionen der Mannschaft ab. Ob man wirklich gewinnen will, weil man ein Ziel hat, Aufstieg, oder ob man einfach nur für den Spaß spielt. Was sind da so deine Erfahrungen und so, auch vielleicht mit deinen letzten Mannschaften, die du trainiert hast? Die letzten Mannschaften, die ich trainiert habe, waren einmal Nürnberg und dann auch Stuttgart, die jeweils so an der Grenze von der Regionalliga zur zweiten Bundesliga gespielt haben. Und da war Druck dann schon, vor allem in den wichtigen Spielen, durchaus immer ein Faktor, dass man sich lange vor den Spielen, also 2-3 Wochen vor den entscheidenden Spielen, auch versucht hat, mental drauf einzustellen, auch nochmal immer den Fokus wieder ausgerichtet hat, auf bestimmte Dinge viel wiederholt hat, an Kleinigkeiten gearbeitet hat, an Details gearbeitet hat und dann auch so eine gewisse Pedanterie immer wieder reinkam, die natürlich auch den Druck bei den Spielern erhöht, wenn es nicht wirklich genau so ist, wie wir es uns vorgenommen haben, dass man dann auch mal deutlicher wurde, weil dann schon auch der Erfolg ein wichtiger Faktor war, diese Spiele gewinnen zu wollen. Hast du dort auch dann den Druck reingegeben oder hat der sich dann daraus entwickelt? Auch da gibt es unterschiedliche Erfahrungen bei mir. Einmal, wenn eine Mannschaft gut funktioniert, man so Führungsspieler hat, die auch das Wort ergreifen, die halten dann auch den Druck aufrecht, ne? So eine Art sozialen Druck innerhalb der Mannschaft über die Führungsspieler. Manchmal sind da Führungsspieler aber auch vielleicht einfach nicht da im Training oder es ist irgendwie ein bisschen zäh im Training. Dann bin ich als Trainer auch immer eingesprungen, den Druck hochzuhalten, um auch die Konzentration hochzuhalten. Okay. Glaubst du, dass diese Führungsspieler mehr Druck abbekommen haben, auch von dir als Trainer, oder habt ihr darüber gesprochen? Also ich glaube, dass die Führungsspieler im Training selbst nicht mehr Druck abbekommen haben, aber die Führungsspieler wurden ja von mir ausgewählt oder waren auch schon Führungsspieler, als ich in die Mannschaften reingekommen bin. Das hat ja einen Grund, dass die A, vielleicht mit Druck auch gut umgehen können, auch eine zusätzliche Verantwortung übernehmen können, also so eine charakterliche Eignung für so eine Aufgabe schon mehr mitbringen, als vielleicht jetzt eher jemand, der still ist und seine Rolle gut ausfüllt. Man kann die natürlich auch anders angehen. Das ist sehr, sehr klar, weil man einfach ein besseres Gesamtbild von ihnen als Spieler hat, weil man mit ihnen auch mehr zu tun hat, vor dem Training, nach dem Training, außerhalb der Trainings.
und dann besseres Verständnis vom Charakter entwickelt. Also ging mir als Trainer immer so, dass ich da ein doch recht gutes Bild von den Charaktereigenschaften meiner Führungsspieler hatte. Mhm. Und dann natürlich man auch andere Ansprüche an die stellen kann. Mhm. Wie hast du das rausgefunden? Wer wie viel Druck verträgt? War dir das von allen Spielern bewusst oder nur von den Führungsspielern, wie viel Druck die auch verstehen, vertragen? Also von den Führungsspielern würde ich sagen, von allen immer. Die haben wiederum auch nochmal anderen Zugang zu Spielern, zu Einzelspielern, die vielleicht neuer sind, weil sie sich einem Führungsspieler vielleicht schneller öffnen als jetzt einem Trainer. Mhm. Und deswegen ein besseres Bild von den Führungsspielern auf jeden Fall. Von den anderen Spielern, in Anführungsstrichen, ist es so, dass wir, glaube ich, sehen müssen, in so einer Rugby-Mannschaft sind 60 bis 70 Spieler aktiv. Mhm. Also wir haben das mal erhoben bei uns und wir haben in einer Saison in der Regionalliga Bayern 52 Spieler eingesetzt, ja, als Ligaspieler. Und da sind so viele, die man, das kann man, glaube ich, nicht schaffen, als Amateurtrainer mit zweimal die Woche Training und einmal die Woche Spiel, ja, mit denen alle genau zu kennen. Alle genau zu kennen, ja. Und auch zu wissen, wie viel Druck sie jetzt vertragen oder nicht, ja, was die Motivation ist und ob sie Druck ablassen wollen oder sie mehr Druck eigentlich auch benötigen. Ne? Hast du eigentlich schon mal was versemmelt als Trainer in Bezug auf Drucksetzung oder zu wenig Drucksetzen? Ich selber weiß das ganz genau, wo ich was schon mal versemmelt habe. Also ich habe auch, das weiß ich auch sehr genau, dass ich einige Dinge versemmelt habe. Wir haben vor einem sehr wichtigen Spiel, ist mir im Nachgang dann auch klar geworden, denke ich, falsch trainiert. Mhm. Im Training zu intensiv trainiert, im letzten Training vor dem Spiel, uns im Aufwärmen auch zu sehr selbst unter Druck gesetzt in dem Sinne und auch sehr intensives Aufwärmen gemacht, mhm, und uns ist dann im Spiel in der zweiten Hälfte langsam aber sicher die Puste ausgegangen und wir haben ein Spiel, was wir eigentlich hätten gewinnen können, weil wir in Führung waren zur Halbzeit, dann auch verloren in der zweiten Halbzeit und das war, glaube ich, ein klarer Trainerfehler in der Vorbereitung und in der Hinführung zum Spiel. Würdest du die Ansicht vertreten, der Trainer ist verantwortlich für die Druckregulierung, das Ventil für den Druck? Nicht alleine. Ich glaube, Mannschaften wie Menschengruppen insgesamt haben ja auch so ein gewisses Eigenleben. Ein Trainer hat sicherlich eine sehr zentrale Funktion in diesem Gefüge, aber zwischen den Spielern, Stichwort Führungsspieler, bestehen ja auch Gefüge. Und ich glaube, ein Trainer hat natürlich durch seine exponierte Position und auch andere Formen der Verantwortlichkeit für die Mannschaft oder Gruppe als Ganzes nochmal vielleicht mehr Einfluss drauf, aber nicht alleine. Es kann von außen Druck geben, dass man vielleicht vom Verein Druck bekommt oder von Sponsoren vielleicht auch indirekt Druck bekommt. Insofern würde ich sagen, ein Trainer hat vielleicht mehr Anteil und ist das größte Ventil, aber es gibt auch noch andere, kleinere Ventile. Okay. Wir haben hier in der Pausenansprache Rubriken und eine davon heißt der Tresor. Da geht es darum, dass du als Trainer anderen Trainern einen Tipp gibst für den Umgang mit Druck. Der Tresor. Was mir in den Jahren, in denen ich als Trainer aktiv war, immer geholfen hat, ist Routinen zu entwickeln. Regelmäßig an Routinen zu arbeiten, auch wenn Drucksituationen oder potenzielle Drucksituationen noch zeitlich sehr weit entfernt sind, wichtige Spiele noch in einigen Wochen Entfernung sind, immer wieder an Routinen zu arbeiten, um also eine Art sicheren Raum für die Spieler zu ermöglichen, also mental sicheren Raum, also eine Situation erzeugen, in der sie sich wohlfühlen, in der sie entspannt sind und sich dann auch auf die sportliche Leistung konzentrieren können, also andere Faktoren ausblenden können, sei es jetzt private Umstände oder die Tabellensituation oder ähnliches ausblenden können, um dann mit so einem Druck, der aus der Dynamik eines Spiels ganz von alleine entsteht, auch besser umgehen zu können. Für mich ist die Quintessenz, dass ich als Trainer natürlich ein Ventil für den Druck bin. Aber ich bin nicht der Einzige, der in einer Mannschaft verantwortlich ist für den Druck. Auch die Spieler geben sich untereinander Druck und haben Erwartungshaltung untereinander. Und was diese Erwartungshaltung machen und wie man damit umgehen kann,
da möchte ich noch weiter in die Sportwissenschaft reingucken. Darüber spreche ich mit Dr. Heiko Maurer von der Uni Gießen. Heiko, magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Hallo. Ja, ich bin, wie gesagt, Heiko Maurer, arbeite an der Uni Gießen und war früher eher in diesem Arbeitsbereich Bewegungswissenschaft tätig und bin inzwischen eher im Arbeitsbereich Trainingswissenschaft tätig. Also eher so in dem Schnittfeld dieser Bereiche, wo das vielleicht das Thema Druck auch eine wichtige Rolle spielt. Du hast dich mit deiner Dissertation, die ist zwar schon ein paar Jahre her, aber ich denke, da ist auch viel Erkenntnisgewinn mit drin, zum Thema Druck und den Auswirkungen von Druck beschäftigt. Und ich habe ein Beispiel für dich und vielleicht kannst du daran festmachen, was bedeutet eigentlich Druck im sportwissenschaftlichen Sinn. Nämlich ein Sportler hat im Vorgespräch geäußert, dass er bei einer Ankick-Situation aus dem Rugby, wo der Ball 10 Meter fliegen muss und er muss ihn aus der Luft fangen, häufig davor ja Angst oder auf jeden Fall Druck verspürt. Magst du einmal so erklären, was bedeutet eigentlich Druck? Ja, also Druck ist auch so im wissenschaftlichen Bereich eigentlich eher ein umgangssprachlicher Begriff und meint also generell, dass es Situationen sind, die eben von hoher Bedeutung sind für die Athletinnen und Athleten. Also genau, so eine Ankick-Situation beispielsweise, wo es darum geht, den Ball zu kriegen, aber am besten dann noch in irgendwelchen engen Spielsituationen, die eben mit besonderer Bedeutung verbunden sind. Und Angst ist dann eben die sozusagen die negative Reaktion auf solche Situationen mit hoher Bedeutung. Okay. Und Angst kann sich dann eben wieder in unterschiedlichen Komponenten widerspiegeln. Eher so eine körperliche Komponente, sowas wie Schweißnasse, Hände oder Herzklopfen. Oder eben auch sowas wie Besorgnis oder Ablenkung von dem, was man eigentlich tun soll. Mhm. In deiner Dissertation schreibst du über Choking under Pressure, also dem, ja, das ist banal übersetzt, dem Versagen unter Druck. Ja, genau. Genau, wie, ja. In welchen Situationen tritt das denn auf in den Beobachtungen? Ja, also das tritt immer in solchen bedeutsamen Situationen auf und man kann es schwer vorhersagen, wann es genau auftritt. Es gibt Athletinnen und Athleten, die können besser mit solchen bedeutsamen Situationen umgehen als andere. Es hängt auch von der Situation ab. Nicht an jedem Tag ist eine Person gleich gut irgendwie in solchen Situationen. Aber es kommt eben immer wieder zu Situationen, wo in solchen wichtigen Situationen Athletinnen und Athleten total versagen in dem, was sie tun. Und das genau ist eben mit diesem Choking under Pressure Phänomen. Okay, gemacht. Und was gibt's dort für Erklärungsansätze? Da gibt es ganz unterschiedliche Erklärungsansätze. In den letzten 2 Jahrzehnten wurde da relativ viel dazu geforscht, im Bereich Aufmerksamkeitslenkung. Und zwar gibt es da eigentlich so 2 Richtungen. Einmal diese sogenannten Ablenkungstheorien. Mhm. Und da ist die Idee die, dass Sportlerinnen und Sportler in solchen Situationen auf einmal an die Konsequenzen ihres Handelns denken. Also beispielsweise, was denken jetzt die Zuschauer gerade oder was denkt der Trainer möglicherweise oder welche Konsequenzen hat es jetzt, wenn ich jetzt gerade nicht erfolgreich bin? Und das lenkt eben ab von dem, was man eigentlich tun soll. Vielleicht von der Beobachtung der Spielsituation. Und deswegen kann man einfach nicht mehr gut agieren in diesen Situationen. Das ist so eine Erklärungsrichtung. Und eine, die genau eigentlich in die umgekehrte Richtung geht, ist die, dass man in solchen wichtigen Situationen manchmal dazu neigt, auf einmal die Bewegung wieder sehr aufmerksam zu kontrollieren. Also ja, viel aufmerksamer, als man das eigentlich tut. Und das führt dann häufig dazu, dass man, ja, dass die Bewegung einfach nicht mehr flüssig ausgeführt wird und deswegen einfach nicht mehr so gut gelingt, wie das in der Normalsituation der Fall ist. Und das ist eben gerade bei so hochautomatisierten Bewegungen so ein Phänomen, dass man da beobachten kann, Dinge, auf die man normalerweise nie mehr Aufmerksamkeit richtet. Wenn man da auf einmal wieder drauf achtet und das versucht, aufmerksam zu kontrollieren, dann scheitert das häufig. Also so ein Alltagsbeispiel für alle ist vielleicht so das Schuhebinden. Ja, wir binden jeden Tag Schuhe, denken nie mehr daran, aber wenn man auf einmal wieder versuchen, das Ganze aufmerksam zu kontrollieren, kann das auch mal schiefgehen. Okay, genau, das leuchtet mir so ein. Und zu welchem Schluss bist du denn in deiner Forschung gekommen, in der Dissertation? Weil es sind ja 2 sich widersprechende Ansätze. Ja, genau, aber die eben auch Erklärungswert haben für unterschiedliche Situationen, also diese Ablenkungstheorien eher so, dann, wenn man eben viel Aufmerksamkeit auch benötigt, um zum Beispiel Spielsituationen zu erfassen. Und diese andere Theorie eher, wenn es darum geht, man braucht eigentlich gar nicht viel Aufmerksamkeit. Man macht irgendeine automatisierte Bewegung, aber lenkt dann auf einmal eben wieder Aufmerksamkeit darauf. Ich habe eher diese
zweite Variante untersucht, nämlich mit Basketballspielerinnen, Kaderathletinnen in Freiwurfsituationen. Das ist ja auch so eine ganz typische Drucksituation. Ende des Spiels und es gibt noch zwei Freiwürfe und wenn man trifft, hat man gewonnen, wenn man nicht trifft, hat man verloren. Da ist es so, dass die Spielerinnen im Training sehr, sehr oft an ihrer Technik, in ihrer Freiwurftechnik arbeiten und es gewohnt sind, die Bewegung auch aufmerksam zu kontrollieren. Und genau bei den Personen scheint es überhaupt kein Problem zu sein, wenn die eben auch ihre Aufmerksamkeit auf die Bewegungsausführung richten. Zumindest dann, wenn sie gewohnte Dinge fokussieren, also einen vertrauten Aufmerksamkeitsfokus wählen. Ja, und nicht auf einmal auf ganz neue Dinge wieder achten. Das kann wieder zum Problem werden. Bist du bei der Untersuchung auf unterschiedliche Drucktypen auch gestoßen, dass es Unterscheidungen bei den Sportlerinnen und Sportlern gibt? Also das haben wir nicht untersucht, aber das gibt es durchaus. Also zum einen ist es so, dass es generell eher ängstliche Sportler oder Menschen gibt als andere und natürlich Personen, bei denen diese Ängstlichkeit als Persönlichkeitseigenschaft stärker ausgeprägt ist, die sind eben auch anfälliger für solche Drucksituationen, zu versagen in solchen Drucksituationen. Und dann gibt es auch Personen, die eben unterschiedlich umgehen mit solchen Drucksituationen. Manche neigen eher dazu, ja, ihre Situation zu analysieren. Manche neigen eher dazu, ja, nach Lösungen zu suchen und das positiv zu konnotieren. Und die agieren dann auch in solchen Situationen häufig erfolgreicher. Bei uns im Podcast gibt es Rubriken und eine heißt der Tresor. Dort geben meine Gäste, den Trainerinnen und Trainern, die zuhören, einen Tipp, nämlich worauf sie eigentlich in ihrem Training achten sollten oder könnten. Und ja, welchen Tipp würdest du denn Trainerinnen und Trainern geben für den Umgang mit Druck und den Folgen? Der Tresor. Also ein Tipp wäre, Routinen einzuüben. Also solcher Ausführungsroutinen, bei denen man eben auch vielleicht einbaut, in welchen Zeitpunkten richte ich die Aufmerksamkeit auf welche Aspekte, um sich so ein bisschen abzuschotten nach außen von dieser Drucksituation. Das wäre eine wichtige Strategie, um so in Drucksituationen bestehen zu können. Okay, also auch so Szenarien vorgeben als Trainer und sagen, okay, wir sind jetzt in der 39. Minute, kurz vorm Ende und es steht so und so. Also genau, das wäre eine. Da rein zu versetzen in die Situation? Ja, genau. Das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Und eine andere Möglichkeit, was auch gleichzeitig vielleicht ein zweiter Tipp wäre, wäre versuchen im Training Situationen zu schaffen, die eben auch mit hoher Bedeutung verbunden sind. Okay. Also beispielsweise, dass man jetzt irgendwie Kick-Situationen schafft und ja, man hat der Spieler oder die Spielerin hat 10 Versuche und immer dann, wenn die Person nicht trifft, dann hat es zur Konsequenz, dass die ganze Mannschaft beispielsweise eine Runde laufen muss. Okay. Oder 10 Liegestütze macht oder so sagen. Ja, also durch Einbinden vielleicht für Konsequenzen für das ganze Team, da eine reale Drucksituation zu schaffen, einfach um die Person daran zu gewöhnen, an diese Drucksituation. Meistens auch einfach der Wisse, dass man es kann, dass man in solchen Situationen schon mal war und die halt bestens gemeistert hat. An mich geglaubt, an die Mannschaft geglaubt und das war das, wo ich damit dann halt umgehen konnte. Mir hilft dabei, dass ich eben weiß, dass ich ein Team habe, was hinter mir steht und wir gemeinsam im Team auch bei Fehlern füreinander einstehen. Und ich mir auch immer sage, Fehler gehören zum Spiel dazu. Es ist halt wichtig zu wissen, wie wir mit Fehlern umgehen. Welche Ideen hast du denn, wie man Drucksituationen ins Training einbaut? Die Folge heißt die richtige Dosis Druck. Und Druck ist etwas total Individuelles. Jeder Sportler und Sportlerin empfindet es ganz anders. Druck an sich muss nichts Schlechtes sein. Und den Umgang damit kann man ziemlich gut trainieren. Und ich nehme mir vor, in Zukunft präziser mit den Sportlerinnen und Sportlern über Druck zu sprechen. Zu unterscheiden zwischen Angst, Anspannung und Nervosität. In der nächsten Folge der Pausenansprache geht es um Rituale und Routinen vor, während und nach dem Wettkampf. Wir machen das manchmal, dass wir, wenn wir ein Sonntagsspiel haben, also Samstagabends, versuchen mit dem Team so viele Leute wie halt können wollen, zusammen Nudeln zu essen. Und dann bist du halt mit deinen Mates zusammen, unterhältst dich mit denen und das lenkt dich halt einfach so ein bisschen ab. Dir hat die heutige Folge gefallen? Dann abonniere sie doch bei Spotify oder
Apple Podcast, wenn du es noch nicht getan hast. Wenn du es gemacht hast, dann lass doch eine super Bewertung da. Und du möchtest mit mir in den Austausch kommen, dann folge doch bei Instagram oder Facebook der Pausenansprache. Die Pausenansprache ist ein Projekt des Niedersächsischen Rugbyverbandes in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Niedersachsen. Gefördert wird die Pausenansprache durch den DOSB mit seinem Projekt Trainer in Sport Deutschland. Tschüss und bis bald.